Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schoki-Banoki Daily, deine tägliche Portion Angeberwissen. Ja, wir haben heute den 20. August und was haben wir denn da für Themen? Ja, Geburtstagskind haben wir erst einmal. Am 20. August hat Fred Durst. Alter. Heißt der Durst? Ja. Ja, Fred Durst. Aber ich glaube, der hat auch immer Durst. Ja, ja. Toll, flach. Geil. Flach so ist immer geil. Ja. Fred Durst, ja, hat Geburtstag am 20. August. Das ist der Frontmann von Limp Bizkit. Ja. Limp Bizkit hat so Lieder wie Limp Bizkit Style. Ich kenne sie alle, aber ich kenne keinen Namen. Behind Blue Eyes. Behind Blue Eyes, genau. Take a Look Around. Kennst du die alle? Wenn sie höre, kenne ja, ich sie aber nicht. Ich komme ja eigentlich aus der Heavy-Metal-Ecke und da kennt man so diese ganzen Crossover-Geschichten. So Headbanger. Die kennt man natürlich so ein bisschen. Und ja. Headbanger, ne? Lustig. Ja, aber... Ja. Und da kannst du ja Headbanger, muss ja keine... Heißt ja nicht Hairbanger. Ja, heißt ja nicht Hairbanger. Ne? Genau. So, am 20. August ist noch was gewesen? Ja, eigentlich eine ziemlich erfreuliche Sache. Der erste Golfkrieg endete mit einem Waffenstillstand zwischen Iran und Irak. Ja. In der Vorfeld nicht erfreulich, aber dann, dass es dann halt dazu gekommen ist, ist dann schon erfreulich. Richtig. Am 20. August, wann? 1988. 1988, das war der erste Golfkrieg. Ja. Genau. Und am 20. August ist aber auch Internationaler Weltpferdetag. Ja. Und jetzt pass auf, das muss ich ablesen. Zur pekuniären Nutzung der Unpaarhufer. Richtig. Macht ja auch Sinn. Bist du so ein Pferdefan? Ja, klar. Warum? Also, ich kenne mich halt, ich bin ein Pferdeexperte. Also ja, also Pferdesalami mit Pfeffer, richtig, und Salz, ja, und ein bisschen Paprika, ja, und so. Sauerbraten, der ganze. Sauerbraten? Ja. Richtiger Sauerbraten wird natürlich aus Pferdefleisch gemacht. Mm. Und wenn ihr ein gutes Pferdefleischrezept habt oder auch Pferdefleisch mögt und Sauerbraten, dann schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Weißt du, was wir jetzt da reinschreiben? Nur so Hass. Wenn ihr von Peter seid, schreibt nichts rein. Wir lesen das nicht. Ja, nur so Hasskommentare. Wie kannst du... So ein Pferd schlachten. Du bist ein Pferde... du bist doch immer der auf den Weiden die Pferde dann irgendwie umbringt und so. Der Pferderipper. Du bist der Pferderipper. Ach du Scheiße. Ja, genau. Du bist der Pferderipper. Das würde ich nicht sagen. Mark Hagenbeck ist der Pferderipper. Ich lasse mir neue Visitenkarten machen. Mark Hagenbeck, Pferderipper. Pferderipper. Nicht Gedankenleser, sondern Pferderipper. Das werden jetzt natürlich einige als... Nee, du musst es in die Shows. Du hast die großen Poster, ne? Dann heißt es Mark Hagenbeck, Psychotainer. Dann heißt es Gedankenleser, Mentalist, Pferderipper. Ich glaube, wir zerstören gerade meine Reputation. Nein, liebe Tierfreunde, es ist natürlich nur Spaß. Ich würde niemals einem Tier etwas tun und wir befürworten das natürlich auch nicht. Ich esse sie nur. Ja. Ich versuche aber, Fleisch zu vermeiden, das aus Tier-KZs kommt. Also ich versuche vom Schlachter ganz oft zu kaufen. Also die Massentierhaltung versuche ich weitgehend. Ein Hähnchen muss mindestens mal 20 Euro kosten. In der Tat, also wirklich jetzt. Ja. Also so. Nicht irgendwie für 99 Cent aus dem Supermarkt oder sowas, sondern jetzt mal ohne Spaß. Ja. Ein Hähnchen, wenn du ein richtiges Hähnchen haben möchtest, dann müsste es 20 Euro kosten. Und wenn du ein richtiges Hähnchen kaufst, dann merkst du es auch geschmacklich. Das merkst du schon. Ja. Genau. Daher mein Tipp, kauft weniger Fleisch, dafür ab und zu nur Fleisch und dann eine gute Qualität. Ne? Ja. Irgendwie so schön, wo die Tiere auch vorher noch einigermaßen gutes Leben hatten. Und dann ist allen geholfen, denke ich mal. Ja. Und esst mehr Obst. Glaubst du, bist jetzt aus der Nummer rausgekommen mit dem Pferderipper? Bin mir nicht ganz sicher. Das werde ich bei den Buchungen merken. Ja. Und am 20. August, wenn sie dann reinrufen, Buh, Pferderipper, dann entrollt Peter oder auf der Karte in meiner Show. Oder wenn du in der Show sitzt und bist ja Gedankenleser und dann überall nur Pferderipper. Alle denken. Oh, und dann platzt mir so der Schädel, weil so eine Mailbomb-Attack und so ein gedanklicher Shitstorm. Eine DOS-Attacke auf mein Gehirn findet dann statt. Ja. So ein Gedankenshitstorm, der auf dich zukommt, irgendwie so, oh, hier sind nur Pferderippe. Die denken alle nur Pferderippe. Oh, das ist voll gruselig. Ja, aber wir sind noch gar nicht zu Ende mit dem Spiel. Nee, wir sind gar nicht fertig. Das gibt eine lange Show hier, ne? Oder? Ja. Es gibt eine lange Show. Ja, 20. So, August. Du warst. Ich bin jetzt dran. Ach, guck mal hier. Ja. Den kennst du sicherlich auch. Guck mal hinter uns. Reinhold Messner, ganz genau. Ja. Haben wir die gefunden, oder was? Ja, nee. Der bezwingt 1980 als erster Bergsteiger den Mount Everest. Ah, okay, das war am 20. August. Und zwar ohne Sauerstoffgerät. Ah, das war das Besondere dann. Das merkt man heute in seinen Interviews natürlich noch ein bisschen, dass er damals ohne Sauerstoff unterwegs war. Ja. Ja, also immer, wenn er erzählt, er hätte den Yeti getroffen und so.
Yeti-Ritter. Den Yeti-Ritter, ja. Die Shows mit Marc sind ja dazu da, um flache Witze, ganz flache Witze zu machen. Flach rein und flach raus. Flachwitz. Wir können eigentlich ein neues Format machen, die Flachwitz-Show. Gibt's bestimmt schon. Flachwitz ist ja ganz einfach. Ich sag Cheerio, Miss Sophie, bis morgen. Tschüss und denk dran, war alles nur Spaß. Bucht mich. Kein Pferderipper, kein Pferderipper.